zu Ende, nur wir warten auf die Wende. So, 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 so sind wir. Und das ist unser Leben. Was kann es Schönes geben, als ein Onkel zu sein? Mega, wir wissen es einfach. Wie sagt man so schön bei der Kavallerie, aufsitzen? Wir fahren, oder? Ja. Kinder, wir fahren. Es wird rockig. Es wird auf jeden Fall rockig. Und es wird viel gefeiert und es wird eine geile Zeit. Beunruhigend. Entspannt bin ich, ja. Ich weiß nicht, warum. Letztes Jahr war ich sauer aufgeregt, diesmal weniger, aber ich denke, das kommt, je später es wird, desto aufgeregter werde ich wahrscheinlich. Erstmal herrscht noch Ruhe, ne? Ich bereite mich so ein bisschen auf meinen Auftritt vor, schon im Kopf, ja. Denke mir über ein paar Ansagen nach, Songs, die ich irgendwie für wichtig halte, wo ich meine, nochmal einen Senf zu dem Text abgeben zu müssen. Solche Dinge halt eben, ne? Und ja, tu mir nochmal ein paar Bassriffs irgendwie vor Augen führen und solche Geschichten. Also im Endeffekt ganz entspannt. Also diese Onkels-Community, die sich hier wieder zusammenfindet. Ich stehe hier am Tisch mit Leuten aus Berlin. Wir haben es vorher noch nie getroffen. Wir haben zusammen Bier getrunken. Also wer dasselbe T-Shirt trägt, dieselben Farben trägt, ist eine Familie, La Familia. Das ist das ganz Besondere an den Onkels.
Meine Mutter hört die Bösen Onkels, mein Vater, mein Onkel, meine Tante, selbst meine Großmutter. Sie ist 73 Jahre alt. Also ich glaube, die Band hat mir persönlich sehr viel gegeben, auch den anderen Fans. Und ich glaube, es ist dann eben auch an uns, einen gewissen Teil zurückzugeben, eben, indem man die Werte, die die Onkels eigentlich auch ursprünglich transportieren, wie Aufrichtigkeit, Zivilcourage, dass man die auch lebt. Ich bin absolut geflasht. Ich meine, wenn man die Bühne gesehen hat, sowas hat die Welt noch nicht gesehen, guckt ihr es an. Also ich meine, diese Gänsehaut. Das ist natürlich schon immens anders. Also letztes Jahr war ja das Jahr, wo die Onkels zurückgekommen sind, das erste Konzert nach so einer langen Zeit. Das war natürlich schon super aufregend. Diese Erfahrung von letztem Jahr nehmen wir natürlich mit. Und gehen die Sache dementsprechend dieses Jahr viel lockerer an. Weil diese Unwägbarkeiten, die es damals noch gab, die Gedanken, die man sich da gemacht hat, die kann man heute ausschließen. Es stellt sich so eine Art Gefühl ein, was man vor langer Zeit schon mal hatte und was jetzt einfach wieder zurückgeholt worden ist. Seitdem ich frei bin, also im Sinne von frei von Drogen und Leben tue, wie man leben sollte, bin ich jetzt soweit, sagen zu können, jetzt gehe ich mit vollen Zügen das Leben an. Ja, und da macht mir so ein Event, ja, auch wenn es groß ist, natürlich, macht mir weniger aus. Das ist einfach eine Herausforderung, immer wieder eine Sky. Keine Ängste mehr. Wir sind jetzt kurz vor der Show. Die Bühne steht. Es war ein harter Weg, weil wir mit relativ schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen hatten. Die wesentlichen Probleme waren, dass wir durch den starken Regenfall, den anhaltenden Regenfall, Wasserschäden hatten. Wir haben 5 Haupttürme, die jeweils abwechselnd vorne und hinten schachbrettartig bespielt werden. Wir sind auch mit dem, wie man das System steuert und regelt, auch an den Grenzen des technisch Machbaren. Man könnte jetzt nicht sagen, ach, nächstes Jahr nehmen wir noch mal 20% mehr und kriegen das ohne Probleme dann gehandelt. Also es ist schon so, dass wir sehr auf Messerschneide fahren. Also an den Delay-Towern, die sich in erster Linie um das Platzlicht kümmern, da haben wir noch einige Ausfälle, die gerade noch behoben werden. Hey, das müsst ihr anders machen. Hey, von links nach rechts verkabeln. Ja, wir stehen kurz vor dem Produktionsabbruch. Ich hatte gerade die Nachricht erhalten, dass im Produktionsbüro die Kaffeemaschine ausgefallen ist. Nicht einfach nur Satzbehälter oder Wasser, das Ding ist im Arsch. Wir werden jetzt den Krisenstab einberufen und dann gucken wir uns das Ding an und dann sagen wir es halt ab. Wir haben zwar Einlass jetzt, ja gut, da muss einer rausgehen und den Bescheid sagen. Ne? Kann man nichts machen. Wenn du auf der Bühne stehst, gibt es keine Handys mehr, keiner will mehr was von dir, sondern du stehst einfach nur da und spielst ein bisschen Gitarre. Das ist die Freiheit, die man dann genießen kann. Dieses Reunion-Ding schwebt nicht so über allem. Ne? Jetzt ist es halt eher so, okay, die Wiederkehr war da, die Auferstehung und jetzt kann man eigentlich eher so die Onkels wieder zelebrieren. Für was stehen denn die Onkels? Die stehen halt echt Gitarre tief hängen und Eier auf die Gitarre und dann raus. Erinnert ihr euch, wie es war? Es ging ganz schnell, auf einmal waren wir da. Ja! Wir sind Gesandte des Himmels, Gottes rechte Hand und seine Stimme. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind dein Wille und tun, was uns gefällt. Wir sind heilige Dämonen, wir sind Götter aus anderen Dimensionen.
auch wenn nicht jeder Schutz lügt. Gepriesen sei der Name dieser Band, betet zu Gott, dass sie uns gehört. Manchmal ist es ganz schön hart, doch jede eurer Lügen macht uns stark. Na du kleiner Scheißer, hör mir zu, wir sind die Onkels, wer bist du? Verdammt vergöttert, wir waren nie im Kirchenchor, wir waren wirklich kein Engel, doch jetzt sind wir kurz davor. Wir haben einen guten Draht nach oben, wir sind Gottes rechte Hand, wir sind dein himmlisches Vergnügen, das Licht in dein Verstand. Wir gehen jetzt mal rüber zur Bühne und werden genötigt, einen Soundcheck zu machen. Mir schwant Böses, im wahrsten Sinne des Wortes. Geregnet hat es quasi die ganze Nacht. Jetzt ist mal so ein bisschen so eine Erholungsphase wieder und das hat uns so ein bisschen zeitlich nach hinten geworfen, weil wir Stromprobleme hatten. Ja, da mussten wir jetzt hinterher arbeiten den ganzen Tag, dann wird niemand langweilig. Ich bin mir sicher, dass die zumindest, sage ich mal, so weit am Start sind, dass unsere Probe dann locker durchgezogen werden kann. Und die restlichen 10%, 15%, naja, das ist Improvisation. Hallo. Tag. Ich weiß, dass nicht alles fertig ist, weil der technische Leiter hat es mir gerade gesagt, hat es berichtet, aber es sind nur marginale Kleinigkeiten, die jetzt noch gerichtet werden müssen. Das Schlimmste für uns jetzt für den Soundcheck ist das Schlagzeug, mit dem sie nicht fertig geworden sind. Wir haben jetzt hier heute Abend einen Soundcheck-Spot mit PA von 18 bis 20 Uhr und jede 10 Minuten, jede Minute, die wir verlieren, verkürzt natürlich den Soundcheck. Die Leute sind nur am Schwitzen und sieht alles noch ein bisschen hektisch aus. Ja, schätzt mal, vor 20 Minuten wird es nicht losgehen. Und? Alles gut? Alles gut. Schön. Na, und? Ja, du weißt. Und du bist am Putzen, oder was? Ja, ich bin aufgestiegen. Es war grenzwertig. Ja, weil natürlich, wenn man eine Bühne hat, die komplett offen ist, keine, wo man ein Dach hat, wie bei einer normalen, kleineren Open-Air-Bühne. Es hat 7 Stunden durchgeregnet. Wir waren irgendwann auch so ein bisschen ratlos, ja, weil so viel Wasserschieber konnte man gar nicht und so viele Menschen da. Man muss auch gucken, wo man das Wasser hinschiebt. Das ist ja auch nicht so einfach, weil so viel Strom und Elektrosachen verteilt sind. Wenn die Bühne nass ist, hier der Belag, dann wird's schwer. Dann musst du echt gucken, dass du dich nicht aufs Maul legst, alle 10 Meter. Und dann ist der Aktionsradius doch echt eingeschränkt. Also es wäre ein ganz schönes Handicap, auch gerade für die Seitenstege, die rausgehen, wenn die Bühne nass ist. Schrott.
Aber da wir, naja, auch Glückskinder sind, verlasse ich mich einfach mal darauf, dass es morgen nicht regnet. Zumindest während des Konzerts nicht. Und ja, mache ich mir keine Gedanken drüber. Wie es kommt, kommt, weißt du. Ich meine, jetzt müssen wir in diesem kleinen Glasdach spielen. Und das ist jetzt natürlich nicht so lustig, aber... Ey, wie gesagt, ich nehme es, wie es kommt. Ich freue mich einfach auf diese Konzerte und da lasse ich mir auch von ein bisschen Regen nicht die Laune versauen. Jerry, und? Gut angekommen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Und? Ja, du bringst die Sonne mit, Digga. Ja, Wahnsinn. Lass die Sonne rein. Nee, bisschen Regenstress, aber nichts, was nicht unter zur Kontrolle kriegt. Naja gut, das ist Herz auf Herz und Nieren geprüft mal, ob ihr das auch könnt. Ne? So schaut's aus. Und ansonsten haben wir das hässliche Dach da. Ja, im schlimmsten Fall. Aber du, wenn es halbwegs stabil ist, ziehen wir es runter. Aber sag mal, bleibt es so komisch folig? Dieses Dach? Ja. Ja, das ist das Foligste, was man kriegen kann. Also. Ja, aber das ist doch total hässlich. Ich dachte, das ist ja wenigstens Glas oder irgend sowas. Nee, war schon immer Folie. Ja? Ja. War das schrammer gespannt das letzte Mal? Das ist sicherlich nicht auch auf Optimum durch den Regen. Was sind ja auch noch Regensäcke drin. Ja. Also sieht echt scheiße aus. Unter uns? Ja. Wenn das morgen halbwegs stabil ist, ziehen wir es raus, wie sonst auch. Würde ich vorschlagen, ja. Das ist dieses Leben eines Musikers. Warten, warten, warten. Und zweitens, seit man denkt, in schlechten Zeiten bekommt man nichts geschenkt. Egal was man erwartet, man bekommt was man verdient. Lieder, die das Leben schreit, Schicksalsmelodien. Das Leben war nicht immer, nicht immer gut zu mir. Licht und Schatten stehen gemeinsam vor der Tür. Das ist mein Leben, vielleicht soll es so sein. Eine Reise durch den Wahnsinn, durch Licht und Dunkelheit. Man muss wohl erst ganz unten sein, um oben zu stehen. Bis zum Hals in Scheiße stehen, um wieder Land zu sehen, um Land zu sehen. Von der Hölle ganz hinauf, ein tiefer Fall nach unten und die Treppe wieder rauf. Egal was man erwartet, man bekommt was man verdient. Lieder, die das Leben schreit, Schicksalsmelodien. Das Leben war nicht immer, nicht immer gut zu mir. Licht und Schatten stehen gemeinsam vor der Tür. Das ist mein Leben, vielleicht soll es so sein. Eine Reise durch den Wahnsinn, durch Licht und Dunkelheit. Man muss wohl erst ganz unten sein, um oben zu stehen. Bis zum Hals in Scheiße stehen, wieder Land zu sehen, um Land zu sehen. Anders.
zweitens als man denkt. In schlechten Zeiten bekommt man nichts geschenkt. Egal was man erwartet, man bekommt was man verdient. Das sind Lieder, die das Leben schreibt, Schicksalsmelodien. Das Leben war nicht immer, nicht immer gut zu mir. Licht und Schatten stehen gemeinsam vor der Tür. Das ist mein Leben, vielleicht soll es so sein. Eine Reise durch den Wahnsinn, durch Licht und Dunkelheit. Man muss wohl erst ganz unten sein, um oben zu stehen. Bis zum Einzel scheiße steht, wieder Land zu sehen und Land zu sehen. Danke! Wollen wir doch mal hören, ob einer schon was von mir will? Nee. Ach, warte mal. Gerät anmachen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, das sind die Soundcheck-Gäste. So 75, 80 Stück, schätze ich mal, für heute. Ey, ist Hammer. Oh, geil, ist Hammer. Jetzt kommt die Emotion richtig hoch. Das ist Wahnsinn. Oh, unser Mecker. Guck dir das an, ey. Hammer. Wir kennen uns nicht, doch wir sind uns vertraut. Wir werden jetzt gleich die Onkels treffen, aber ich bin sowas von aufgeregt. Also wie den ganzen Tag heute schon. Also eigentlich kommt man uns den ganzen Tag, ich sag mal, auf gut deutsche Sachen die Tonne kloppen, weil wir... Tagelang schon. Also seitdem wir wissen, dass wir hier sein dürfen, ist es der Wahnsinn. Also, oh. Ja, das ist noch so ein Hochzeitsgeschenk für uns beide, ne? Ja. Und gleich noch das Treffen ist... Okay. Onkels ist unser Leben. Ja. Der Onkels gibt mir das Lebensgefühl. Der Onkels ist ein Lebensgefühl. Onkels ist Leben, der Onkels ist Leidenschaft, Onkels ist Sein. Du bist 100% durch und durch. Entweder ganz oder gar nichts. Ich weiß, was mich erwartet. Also Hardcore-Onkels-Fans mit einer krassen Vergangenheit, die viel Scheiße erleben mussten. Gerade in schlechten Situationen, wo mich der Mut verlassen hat und wo das dann auch mit meinen Augen passiert ist und so, da haben mir die Texte dann einfach wieder ein bisschen Halt gegeben, mich zurückgeholt, sage ich mal, und mich aufstehen lassen, wieder weitermachen lassen. Die Message eben, das ist, wenn du willst, wenn du dazu stehst, wenn du hinter deinen Worten stehst und hinter deinen Taten, dann kannst du alles erreichen. Dann ist jedes Hindernis nur noch halb so groß eigentlich. Macht Spaß, Soundcheck vor ein paar Leuten zu spielen. Mich spornt noch ein bisschen mehr an. Der Soundcheck ist natürlich da, um in die ganze Szene, in die ganze Situation reinzukommen. Weißt du, du akklimatisierst dich in der Zeit, wenn du auf der Bühne bist, du redest mit den Leuten. Du guckst die Technik an, guckst, dass alles funktioniert, hörst natürlich auch, dass der Sound gut ist. Und mit dem Einstellen und mit diesem ganzen Prozess rutschst du in dieses Konzertszenario rein. Und deswegen ist der Soundcheck eigentlich viel mehr als das, was das Wort sagt. Es ist eigentlich so ein Einrichten auf der Bühne, nicht nur des Klangs und des Sounds und des Lichts und so weiter, sondern auch eigentlich von einem selbst. Man richtet sich auf der Bühne ein. Und wenn man das gemacht hat und am nächsten Tag zum Konzert kommt, dann ist es fast so, als würdest du nach Hause kommen. Hat man euch
mich nicht vor uns gewarnt. Habt ihr euch nie gefragt, wer wir sind und was wir tun? Alles ist wahr, wir sind wieder da. Wir spitzen Gift und kotzen Galle. Wir sind unerträglich, wir Vassale. Viva los Tios. Wir sind ein Schlag ins Gesicht, ein freigelegter Nerve, nicht ganz dicht. Irgendwo zwischen all den Lügen gibt es eine Band, die nicht alle lieben. Nonkonformität heißt unser Weg. So soll es sein, bis nichts mehr geht. Ja, 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 ja. Sind so klasse, um wahr zu sein. Viva los Tios. Lies erzogen und gemein. Fürchtet die Onkels wie euch selbst. Deutschland kotzt und uns gefällt. Wir tauschen Hass gegen Gitarren, denn wir sind Onkels und keine Narren. Wir töten Lügen mit diesen Liedern. Gehen wir es an. Immer wieder, immer wieder, immer. Wir sind zu krass, um wahr zu sein. Viva los Tios. Mies erzogen und gemein. Viva los Tios. Fürchte die Onkels wie euch selbst. Deutschland kotzt und uns gefällt. Wir spritzen Gift und kotzen Galle. Wir sind unerträglich für fast alle. Wir sind zu krass, um wahr zu sein. Mies erzogen und gemein. Wir spritzen Gift und kotzen Galle. Wir sind unerträglich für fast alle. Wir sind so krass, um wahr zu sein. Viva los Tios. Mies erzogen und gemein. Viva los Tios. Wir sind ein Schlag ins Gesicht, ein freigelegter Nerven, nicht ganz dicht. Viele wollten umarmt werden, wollten einfach nur von mir umarmt werden. Das hätte ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, vor meinem Beginn meines neuen Lebens. Ja, ich war voll mit Ängsten, ich war voll mit Existenzängsten in der Form, dass ich auch sowas gar nicht hätte gekonnt.
ja, mich gar nicht darauf eingelassen hätte, zu verstehen, warum dieser Mensch das so sieht. Ja. Ich habe es mir gedacht, klar, aber ich wollte noch nichts mit zu tun haben. Ihn jetzt so zu hören und ihn so lebendig zu hören, das tut einfach tierisch gut. Das gibt mir einfach die Kraft auch, um weiterzumachen. In diesen kurzen Augenblicken, wo man sich begegnet, erfährt man eigentlich total viel und nimmt eigentlich auch total viel von den Leuten mit. Und gerade weil uns das immer wichtig war, gibt es natürlich auch solche harten Fans, die dann sagen, ich lasse mir ein Autogramm auf die Haut schreiben und das tätowieren. Was ich noch viel, viel heftiger finde, sind diese riesen Rückentattoos, die man dann zu sehen bekommt. Ja, also ich meine, das ist ja wirklich, wirklich krass. Ist gut, ganz ruhig. Ich bin schon getroffen, glaube ich. Und der Ring ist geil. Ja. Super. Okay, cool, das ist geil. Hey, da! Super, ey. Ja. Endlich mal vor ihm gestanden, die Hand gegeben. Ah, herrlich. Fühl mich wie ein Teenie. Das ist geil, ey. Die Platte war meine allererste Platte von den Onkels, die auch mein Schallplattenspieler das allererste Mal gespielt hat, mit zarten 14. Und für euch ist gerade so ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung gegangen, mal mit jenen zu sprechen, die Hand zu geben, und es ist einfach Wahnsinn. Ich zittere total, ich bin auf 180, aber positiv. Ich bin voller Gefühle, ich könnte gerade, ich bin einfach nur mega happy, ich könnte platzen vor Glück. Ja, für die ist es ein Halt im Leben. Und gerade die Onkelsmusik ist ja nun mal, die spricht ja jedem aus der Seele. Die kann sich identifizieren damit. Und deswegen ist es wahrscheinlich bei uns auch ein bisschen ernster, die ganze Geschichte, wie vielleicht bei den ein oder anderen Bands, wo das ähnlich ist, aber nicht so. Ist schon sehr geil. Ja? So was kriegt man nicht in die Wiege gelegt. Freundinnen und Freunde, wir heben unser Glas auf euch, auf gute Freunde! Ich stand vor mir
konnte mich nicht sehen. Ich trinke aus auf gute Freunde, verlorene Liebe, auf alte Götter und auf neue Ziele, auf den ganz normalen Wahnsinn, auf das, was einmal war, darauf, dass alles endet und auf ein neues Jahr. Das Gras war grüner, die Linien schneller, der Reiz war größer und die Nächte waren länger. Alles Geschichte und ich bin froh, dass es so ist. Oder glaubst du, es ist schön, wenn man Scheiße frischt? Das ist vermutlich die fetteste Rockbühne, die es in der westlichen Hemisphäre je gab und vielleicht sogar je geben wird. Und wie fühlt ihr euch da oben? Ja, es ist jetzt erstmal ganz schön anders, auf jeden Fall. Inwiefern? Ja, weil man halt einfach so isoliert ist. Es ist alles so überdimensioniert. Man muss erstmal gucken, dass man. Ja, die anderen sind halt auf einmal nicht mehr da, weißt du? In Bezug auf die Probe. Ja, ja, weißt du, vorher ist man halt, steht man ständig voreinander und kommuniziert ja auch während den Songs miteinander. Und das ist jetzt ja, das ist ja gar keine Kommunikation mehr möglich. Ja. Das ist mein Hubschrauber-Landeplatz da, ne? Genau, da werde ich dann genau eingeflogen und sehr schön. Wir hatten ja schon keine kleine Bühne im letzten Jahr und wollten halt eben uns nicht wiederholen. Also wir standen kurz vor der Frage, was machen wir jetzt mit der Bühne? Ne? Modellieren wir die jetzt so ein bisschen um und dann ist gut. Aber nee, das ist halt nicht wirklich Onkelslike. Das heißt, es muss halt eben etwas anderes werden. Das ist dann halt auch eben ein bisschen größer geworden. Und ja, und irgendwann heißt dann, hey, lass mal gucken, ob das nicht wirklich die größte Konzertbühne ist, die je gebaut wurde. Und dann stellt sich das halt heraus, okay, es ist es. Und jetzt könnte man hier einen Guinness-Buch-Eintrag irgendwie beantragen. Ich habe letztens mit dem Agenten von Metallica gesprochen, habe ihm erklärt, er wollte wissen, was Sache ist. Ich habe ihm dann gesagt, pass auf, wenn dieses Jahr jemand zum Mond fliegt, dann siehst du drei Sachen vom Mond, den Nil, die Pyramiden und die Bühne in Hockenheim. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Diese Bühne ist gigantisch, die ist außerordentlich. Meine größte Bühne in der Welt, die ich je gebaut habe. Wir bewegen innerhalb von einer Woche 1200 Tonnen Gewicht, Gesamtgewicht an Technik, alleine knapp 900 Tonnen Bühne. Hinzu kommt Lichttechnik, Videotechnik, Tontechnik, Lasertechnik, Pyrotechnik. Das Gesamtgewicht der Bühne, das überwiegend aus Stahlteilen besteht, liegt bei 890 Tonnen. Nur der reine Stahlbau für die Bühne. Innerhalb von 5 Tagen verbauen wir diese 890 Tonnen. Und das ist schon eine logistische Herausforderung und auch einmalig, ja. Das bedarf halt der engen Abstimmung. Das muss halt genau auch auf einen Zentimeter stimmen, denn wenn man so 800 Kilo Teile bewegt und die auf einen Millimeter passen sollen, dann muss man es auch richtig einmessen. Der große Tower ist 35 Meter hoch. Also wenn du da öfters runter musst als nötig, das geht natürlich in Arme und Beine, weil du schleppst auch jedes Mal eine Menge Material mit dir rum. Ansonsten würde ich sagen, haben die Jungs den geilsten Job, weil die haben definitiv den besten Überblick. Aber sind natürlich auch die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt und kleben da oben am heißen schwarzen Stahl. Also heute sind hier unterwegs im Dach Rigger selber 22. Dazu habe ich noch 20 Helfer. Dann aus meinen Lichtbereichen kommen noch mal 10 Climber und noch 20 Helfer. Jetzt muss ich den Kopf zusammenrechnen. Wie sind das, glaube ich, 20, 40, 50, 60. 60 Leute habe ich heute grob, die vorbereiten für morgen, für Ton, für heute, für Licht, damit wir dann übermorgen übergabereit sind. Wir haben ca. 24 Stunden fürs Gesamtrigging, also reines Rigging. Dann werden da die Anschlüsse gemacht zu Video und Ton, also im Prinzip drangehängt, um es mal salopp zu sagen. Das sind dann nochmal 24 Stunden. Nach knapp 50 Stunden müssen wir theoretisch komplett fertig sein. Also hier kann ich euch gleich auch mal zeigen, was ich meine, dass die Prozesse so eng aufeinander abgestimmt sind. Wir haben jetzt unsere Delay Tower hier. Hier ist gerade der letzte Delay Tower fertig geworden. Und der erste, der überhaupt gebaut wurde, wird mittlerweile schon mit Licht bestückt. Vor dem Licht müssen die Motorketten rein, damit das Licht überhaupt hochgezogen werden kann. Das passiert sozusagen schon an dem nächsten Tower. Und die wandern jetzt von Tower zu Tower zu Tower, sodass sie heute Abend komplett spielfertig System haben. Das passiert in den nächsten, 8 Stunden werden sie fertig sein. Größe ist halt eben nicht alles. Wir können natürlich Monsterbühnen aufbauen, wenn wir scheiße spielen und unsere Leute nicht unterhalten können oder nicht erreichen, dann nützt ja halt auch das größte Lichtspektakel und die größten Monitore nichts. Also es muss eine Kombination aus beidem sein. Es sind Superlative auf jeden Fall, aber der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Superlativ, sondern der Schwerpunkt liegt auf dem, was die Onkels da transportieren. Oh, 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 oh
die Straßen und alles, was ich sehe, sind verlorene Seelen, sichtlose Armeen, korrupte Bullen, Schulen von Idioten, die falschen Götter, die falschen Drogen. Drum finde die Wahrheit, hab keine Angst, finde die Wahrheit, solange du nur kannst, denn die Wege sind lang und selbst der Tod ist nicht ihr Ende. Wach endlich auf, reiß mir die Hände. Bei den Onkelz ist bekannt, immer eine Schippe drauf. Ja? Dass wir zum letzten Jahr auch eine Veränderung wollten, ist auch klar. Die Leute sollen halt auch eine neue Show kriegen. Ein neuer Arbeitstag beginnt. Heute wollen wir das ganze Set mal durchspielen. Ja, es ist immer ein bisschen, bis es hier losgeht. Wenn Gonzo stimmt, noch. Leider Gottes haben wir nicht viel Zeit zum Üben. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, das Set komplett zu spielen. Es sind sehr viele Lieder, 32 Songs, möglicherweise sogar 37. Halte ich für utopisch. Wir haben sie noch nie an einem Stück durchgejodelt, auf jeden Fall. Die Show ist sehr eng getimed. Ja, es gibt ja oft Fragen, was ist der Unterschied, große Bühne, kleine Clubbühne bei Solo-Sachen und so. Also hier muss man ganz ehrlich sagen, es läuft ja alles nach Timecode, wegen dem Licht, wegen dem Pyro, wegen den Zuspielern und so weiter und so weiter. Man ist also wirklich in ein richtiges Drehbuch eingebunden, an das man sich auch halten muss. Alle Zahnräder, die ineinander greifen, wenn eins nicht funktioniert, dann kommt natürlich die ganze Maschine durcheinander und dann funktioniert es nicht mehr. Ja, das ist nicht ganz einfach. Also ich würde mal sagen, die Band hat sich da schon fast ein bisschen übernommen und also der Kofferraumdeckel, der geht gerade so zu, schätze ich mal, in letzter Sekunde. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, diesmal wollten wir jetzt einfach mal das zelebrieren, was die Onkelz sind. Und dementsprechend sind die Nummern recht flott. Viele Onkelz-Klassiker dabei, viele Gassenhauer, viele Songs, zu denen man wunderbar mitsingen kann. Aber auch angereichert mit ein paar Dingen, die wir einfach ja, aufgrund eigentlich auch so der Aktualität ja, mit ins Programm nehmen mussten. Wichtig ist uns heute, dass auch wenn wir in diesem Text uns ganz klar gegen rechts positionieren, das heißt doch lange nicht, dass wir uns von der anderen Seite vereinnahmen lassen. Wir sind mittlerweile alt und reif genug, uns unsere eigenen Überlegungen anzustellen. Und Extreme, egal auf welche Art, durchgesetzt mit Gewalt, das ist nicht mehr Onkelz-like.
Deutschland im Herbst. Jetzt langt's. Ich bin schon überdrüssig der Überreihe. Oft spielen wir ein Lied dann 4, 5 Mal hintereinander.
Und da sind ein paar Gurken dabei, wenn ich das so sagen darf. Die gehen mir ziemlich auf den Sack schon, ja. Aber das liegt nicht an den Liedern selber, das liegt an der Fülle des Programms, dass man die so oft spielen muss. Auf der Bühne ist es dann geil. Naja, wir brauchen jetzt auch langsam mal Publikum, wir brauchen jetzt mal neue Herausforderungen. Ne? Wir sind schon so satt geprobt, dass wir anfangen schon Fehler zu spielen, wo wir eigentlich keine spielen. Ja? Wenn das alles vor Publikum passiert, ist das natürlich ein Riesenspektakel und wir freuen uns auf jedes Lied. Guten Abend erstmal im Namen der Onkels, schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Gehasst, verdammt, vergöttert, wir waren nie im Kirchenchor, wir waren wirklich keine Engel, doch jetzt sind wir kurz davor. Wir haben einen guten Draht nach oben, wir sind Gottes rechte Hand, wir sind dein himmlisches Vergnügen, das Licht in dein Verstand. Ja. Naja, so als Generalprobe sehe ich das jetzt noch nicht. Ne? Das ist doch so eine Vor-Generalprobe. Die lief jetzt ja nicht so schlecht, aber es gab auch natürlich ein paar Dinge, die einen dann auch so ein bisschen nervös machen. Wobei man das halt mit einem Lächeln überspielen kann. Streckt eure Lausche aus, die Onkels sind im Haus. Frag mich, wenn du kannst, benutze Herz und Verstand. Keine Angst, keine Angst, ich weiß, dass du es kannst. Dankeschön! Ja, es ist homogen geworden, auf jeden Fall. Es fühlt sich sehr gesund an, viel gesünder als die letzten Jahre, als wir noch zusammen waren früher. Da ist jeder seine eigenen Wege gegangen, also wir haben es wirklich nur getroffen, wenn es sein musste. Bei Hockenheim 1, es hat sich so fortgeführt, dass wir nach dem Proben immer zusammenhocken, Abendessen und ja, das ist schön. Richtig familiär und witzeln rum. Wenn wir uns sehen, diese Familie, ja, auch mit Frauen, Kindern und allem drum und dran, hat sich jetzt schon so angenähert, wie ich es eigentlich hätte nicht für möglich gehalten. Ohne Scheiß. Also, es ist eine sehr nette, freundliche, ehrliche Beziehung, ja, zwischen allen. Also die Stimmung ist, wie ich sag's mal, wie in den Anfangstagen der Band. Ja. Ich weiß nicht, ob man uns anmerkt, aber wir haben so eine wahnsinnige Freude dran, zusammen zu spielen. Die letzten Wochen im Proberaum waren eine super intensive, interessante Zeit. Und jetzt wird es natürlich Zeit, dass wir endlich rauskommen, für euch spielen dürfen. Und gestern waren wir noch ein bisschen nervös, das muss ich gestehen. Aber dafür sind wir heute umso fetter. Danket dem Herrn. Kurs für die Schlafe.
Geschenke für verzweifelte Lebenselixier. Entartete Kunst von den Fantastischen Vier. Singt! Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde, doch die du hast, teilen deine Träume. Alles mit Jetzt findet die Regiebesprechung statt. Das heißt also, die Firmen, die die Bespieler für die Bühne machen, die das Licht für die Bühne machen, die Programmierung für die Leinwände und so weiter, alles wird gleich besprochen und wird auch nochmal final aufeinander abgestimmt. Das ist alles sehr imposant und so weiter, aber irgendwie nicht Rock'n'Roll. Ja, das ist immer so ein künstlerischer Prozess und da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Wir sehen natürlich in vielen Songs andere Bilder als zum Beispiel jetzt der Künstler, der uns die Bespieler macht oder die Schnitte macht und so weiter. Und das muss halt einfach zusammengeführt werden. Klar, hier bei Schöne Neue Welt, da sind ein paar geile Sachen dabei, dass man dann eine Atmosphäre erzeugt und nicht so ein Overload erzeugt. Irgendwie. Weil du weißt ja gar nicht mehr, wo du hingucken sollst, was ist denn jetzt, was bedeutet das denn jetzt? Und eigentlich bedeutet es nicht das, was das Lied bedeutet. Also ich werde beim Gucken irgendwie in eine Welt gezogen, die ich jetzt nicht als so die Onkelswelt empfinde. Wir gucken natürlich jetzt für einen Song, der 3 bis 5 Minuten dauert, die ganzen 5, 3, 5, 7 Inhalte ganz kurz hintereinander an. Ja, wenn du das streckst auf die Zeit, ist es deutlich weniger Informationen. Du musst ja nicht, wenn du 7 Looks hast, in dem Song 7 Looks verarbeiten, sondern also unsere Ideen zusammenschmeißen, dann auf eine gemeinsame Linie einigen. Aber da gibt es oft lange und heftige Diskussionen. Aber das ist wie gesagt ein Prozess und wir arbeiten ja alle daran, dass am Ende einfach das Beste rauskommt. Und da muss man sich manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen die Meinung sagen. Aber ich muss jetzt einfach natürlich mal so meine Gefühlswelt mal erörtern und wie gesagt, lass mich auch gerne vom anderen überzeugen. Es gab halt natürlich ein paar Einspielungen, wo ich dann den Song nicht wiedererkenne oder nicht drin sehe. Ne? Und dann schmeißen wir dann halt auch wirklich mal so schöne Visuals auch mal raus und sagen, hey, dann lieber Live-Bild. Leute stehen da, was will man sehen, wenn die Show anfängt? Man will die Band sehen. Also haben wir gestern noch mal ein bisschen ausgesiebt und ausgedünnt und glauben jetzt eigentlich einen ganz guten Weg gefunden zu haben. Ich hoffe, dass die Jungs und Mädels das jetzt auch irgendwie heute Nacht noch alles umsetzen konnten, weil das wird echt mit heißer Nadel gestrickt. Das ist alles nicht ganz ohne. Ne? Also wie auch immer, ich weiß, dass wir da eine bombastische Show liefern werden. Sie sind auch sehr bemüht, ihren Fans eben immer wieder ein einmaliges Spektakel zu bieten. Und das hat halt dann auch mit der Verpackung zu tun. Oh, Alter! Schlag einfach mal durch. Da würde ich.
geil. Und schon dick, hä? Wir sind dick aufgetragen, oder? Think big or stay fucking home. Ja, ja, aber jetzt gibt's ja schon echt fast keine Steigerungsmöglichkeiten mehr. Jetzt müssen wir wieder kleine Clubshows spielen. Also, danach geht nichts mehr. Obwohl wir manche Lieder vor 20 und mehr Jahren geschrieben haben, verlieren bestimmte Texte nicht an Aktualität. Und im nächsten Song, oder den nächsten Song, halten wir für deshalb wichtig, weil was gerade passiert in der Ukraine, in Syrien, überall auf der Welt, Flüchtlingslager, Millionen von Menschen auf der Flucht und wir alle lassen uns auf irgendeine Art und Weise von den Politikern instrumentalisieren. Ich meine, es ist nicht das Problem der Politiker, wir sind das Problem und darüber dürfen wir gerne mal nachdenken und dieses Lied darf euch diesen Anstoß geben. Schöne neue Welt. Selbst, so sterben Teufel.
schöne neue Welt. Belagerte Städte, ein neues Europa. Ethnischer Hass, ethnischer Hass. Schöne neue Welt. Aber wir lechzen natürlich auch nach neuen Sachen. Jetzt muss einfach frisches Material her. Ich meine, jeder von uns ist super kreativ. Alle haben ihre Solokarrieren und so weiter. Es ist auch total spannend, das jetzt alles zusammenzuschmeißen. Wie klingen die Onkelz 2015, 2016? Das ist die spannende Frage, selbst für uns. Aber im Grundkonzept bleibt es natürlich Onkelz. Ja? Ich meine, da weichen wir auch nicht von ab. Auch wenn jeder seine Solo-Geschichten macht, die eigentlich weniger mit Onkelz was zu tun haben, aber wenn Onkel zusammenkommen, dann ist auch der Spirit da und dann bleiben wir so auf einer Ebene. Na, wir sind gerade in der ersten Phase, das ist der erste Song. Es ist sehr spannend. Wir versuchen gerade einen neuen Song aufzunehmen, beziehungsweise zu kreieren. P, gib's uns Nummer 4. Das, was ich da jetzt zu Hause vor mich hingestrickt habe, wird jetzt hier von uns gespielt. Und dabei darf natürlich jeder seine eigene Idee mit einbringen. Natürlich seine eigene Technik und Spielweise verändert den Song eh schon leicht und klingt dann natürlich automatisch. Quitzig. Klingt dann natürlich automatisch dann auch nach Onkelz irgendwie. Das ist ja das Schöne dabei. Ja. Und jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass wir das Ding einigermaßen tight hinbekommen. Es ist alles noch sehr frisch. Jetzt muss man sich beim ersten Song, beim ersten neuen Song nach all den Jahren natürlich entscheiden, welcher Ansatz ist einem jetzt am wichtigsten? Wie sollen die Onkelz mit dem neuen Song vor die Leute treten? Was für ein Thema soll er haben? Wie soll der Song sein? Das gilt es irgendwie halt herauszuarbeiten und zu einem schönen Ganzen zuzubereiten, meine Damen und Herren. Gehst du in den Refrain mit dem Beckenschlag? Also, das war jetzt schon nicht schlecht, aber... Machen wir so. Ja? Ja, okay. Dann nochmal von vorne, meine Herren. Aber jetzt im Moment ist es selber noch so ein bisschen die Zahnräder rattern im Kopf und man fühlt sich so in das ganze Ding ein und es entwickelt sich so eine Linie, auf der man dann entlang schreiten kann. Dieses zu viert entscheiden, das ist auf einem Niveau, das hatten wir ja so noch nie. Die letzten Jahre vor der Trennung war das ja ein ganz anderes Prozedere. Also das ist einfach schön und spannend. Und wenn diese Einigkeit und diese Gemeinsamkeit ein Onkelz Song und ein Onkelz Album irgendwie noch weiter vorbringen kann, nach vorne schießen kann, dann kann das wirklich eine klasse Sache sein. Wir bleiben! Dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt, sagt der Geist, der stets verneint. Zum Sterben ist noch immer Zeit, das Leben eine Unbekannte.
böse Schicksal, die böse Schlampe. Weg die Kinder auf, wir bleiben, feiern das Leben. Macht uns ein Zimmer frei, macht Platz für eine neue Zeit. Wir bleiben, komm schon, wir bleiben und feiern das Leben. Lasst uns zusammen die Fahne in den Himmel hangen. Neue Frucht am alten Baum, lang genug gegeißelt. Wir wollten uns zurück, jetzt wird's in Stein gemeißelt. Das Beste kommt zum Schluss, lass singen und nicht weinen. Wer so zurückkommt, darf gerne bleiben. Weg die Kinder auf, wir bleiben, feiern das Leben und uns ein Zimmer frei. Macht Platz für eine neue Zeit. Wir bleiben und feiern das Leben. Lasst uns zusammen die Fahne in den Gipfel rammen. Wir bleiben und feiern das Leben und sein Zimmer frei. Macht Platz für eine neue Zeit. Wir bleiben und feiern das Leben. Lasst uns zusammen die Fahne in den Gipfel hangen. Wir bleiben und feiern das Leben. Heut und sein Zimmer frei, macht Platz für eine neue Zeit. Wir bleiben und feiern das Leben. Lasst uns zusammen die Fahne in den Gipfel hangen. Lange nicht mehr gesehen, darf man auch noch dazu sagen. Ihre Lippen sind doch scheinende Proben. Ihr Herz ist ein Motor, ja, ich bin schon dein, das hab ich nicht vermisst, ey. Ihr Körper ist aus schwarzem Stahl. Wenn ich sie so ansehe, werde ich sentimental. Ich liebe das Gefühl, ihr wisst, was ich meine. Ah, weiß noch, wie es geht. Wie gesagt, 920 Newtonmeter und 754 PS am Hinterrad. Müsste man jetzt schon so einen Lamborghini Aventador oder höchstes AMG dagegen stellen oder so, ne? Ja, eigentlich sollte das Auto nur lackiert werden. Ich weiß, eigentlich sollte es nur lackiert werden, richtig. Und dann hat Peter da diesen Motor irgendwie in Aussicht gestellt bekommen. Und ich war natürlich von Anfang an da Feuer und Flamme. Allerdings ist jetzt so, ich meine, das ist jetzt kein Auto mehr, das ist eine Rakete. Und guck mal, wie unscheinbar das Ding da aussieht. Naja. Ja, aber ich meine, was ist das für ein Auto? Thank you.
verbrannt, oder? Allerdings. Gott, so geflasht, ey. Auf, ja. Leichtes Zittern in den Händen, ja. Ein böses Märchen aus tausend finstern Nächten, ein wildes Leben im Bund mit dunklen Mächten, Könige des Pathos, radikale Humanisten, hoffnungslose Außenseiter, Idealisten. Übrigens, ich heirate auf dem Hockenheimring. Darf ich das schon mal sagen? Ich bin nicht die Braut. Ich auch nicht. Wir gehören nur so dazu. Aber es könnte es sein. Ja, dann komm, ich führe dich. Nein, ist das schön. Wahnsinn. Wir reisen durch den Wahnsinn, durch Licht und Dunkelheit.
Man muss wohl erst ganz unten sein, um oben zu bestehen, bis zum Hals in Scheiße stehen, um wieder Land zu sehen. Um Land zu sehen! Ja! Bist du verheiratet? Auch noch! Es ist so geil. Ich will eine kleine Mitteilung hier an euch geben. Ihr habt euch vielleicht gewundert über diese tolle Blume. Das ist kein Trauerfall. Das ist ein Glücksfall. Ich habe heute Nachmittag hier geheiratet, meine liebe Simone. Mach mal langsam. So toll ist das auch nicht. Wir haben ihn gewarnt. Wir haben ihn gewarnt. Alter schützt vor Torheit nicht. Aber lustig, ne, dass er jetzt noch mal so mit 50 irgendwie in die Haube kommt. Was wollt ihr hören? Was wollt ihr hören? Was wollt ihr hören? Mexiko Pendejo! Mit Sombrero auf und mit Markus an, so geht die Reise los. Nach Mexiko, auch ohne Geld, wenn's sein muss mit dem Floß. Und wenn wir drüben sind, wird's uns richtig schön. Wir werden unsere Mannschaft wieder siegen sehen. Mit Senoritas im Arm, Tequila lauern, von Durchfall geplagt und mit Fliegen gejagt. Im Land der Kakteen werden wir, du wirst sehen, Weltmeister sein. Sieg ist gewiss, fahren wir nach Mexiko, um unsere Elf zu sehen. Im Siegesrausch voller Alkohol lassen wir die Fahnen wehen. Durst und Schweiß, heiß der Preis, um Triumphe zu erleben. Kann es denn was Schöneres geben, als Weltmeister zu sein? Nein! Nein! Senoritas im Arm, Tequila lauwarm, von Durchfall geplagt und von Fliegen gejagt. Im Land der Kakteen werden wir, du wirst sehen, wie der Weltmeister, Weltmeister sein. Und jetzt kommt die Stelle zum Tanzen!
nicht dran geglaubt, dass die Zeit nicht weitergeht. Hast du wirklich dran geglaubt, dass sich alles um mich dreht? Wann hat sich reichlich gehauen und nie dazu gelernt? Viel Alkohol, viel Frauen, von der Wirklichkeit entfernt. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Eine Zeit, die man nie vergisst. Doch ich muss mein Leben leben, meinen Weg alleine gehen. Mach's gut, du schöne Zeit, auf Wiedersehen. Hast du wirklich dran geglaubt, dass die Zeit nicht weitergeht? Hast du wirklich dran geglaubt, dass sich alles um mich dreht? Es war nicht alles Gold, was glänzte, doch es war schön. Es war nicht alles Gold, was glänzte, es ist nach der Zeit, die nie vergeht. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Eine Zeit, die man nie vergisst. Doch ich muss mein Leben leben, meinen Weg alleine gehen. Mach's gut und schöne Zeit, auf Wiedersehen.
bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Danke zu sagen, danke fürs Kommen, danke fürs Mitsingen, danke fürs Tanzen, danke für diesen wahnsinnigen Abend, den ihr uns bereitet habt. Jetzt sind wir alles von vorne, oder? Auf! Spoiler! Du fette Scheiße, Alter! Ja! Dass es 35 Jahre sind, kann ich gar nicht glauben, weil es kommt mir vor, als wäre alles gestern gewesen. Die Band ist so stark wie nie zuvor, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jeder Einzelne ist so stark wie nie zuvor. Und das Puzzle baut sich immer noch zusammen, aber wir sind so ein bisschen an dem Punkt angelangt, wo sich dann die Teile auch anfangen, automatisch zusammenzufügen. Weißt du, musstest du vorher noch so ein bisschen dran arbeiten und den anderen kennenlernen und sowas, bist du jetzt über so ein Niveau hinaus, wo du sagst, okay, das wissen wir jetzt alles und jetzt läuft die Geschwindigkeit auf einmal viel schneller. Alles passiert viel schneller. Und das ist einfach ja, Wahnsinn. Ich habe gesagt, das letzte Jahr, das ist Fuß aufs Gaspedal und durchgerast. Und die Welt ist auf einmal voller Ideen und voller Möglichkeiten, die wir realisieren wollen. Und der Fuß liegt immer noch auf dem Gaspedal. Hey Leute, geil. Find ich cool. Super, super, super. Bis zum nächsten Mal. Ja. Hauptsächlich. Vor allen Dingen liebe ich Interviews, so 10 Minuten nach der Show, irgendwie schön müde, ein Gläschen Wein und so. Ja. Ihr seid echt Typen nur.